Herzlich willkommen im Haus der Kulturen der Welt. Wir freuen uns, dass Sie bei diesem wunderbaren Wetter draußen den Weg zu uns gefunden haben. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Eva Stein. Mein Name ist Daniel Neugebauer und Eva und ich sind zusammen verantwortlich für die kulturelle Bildung hier am Haus der Kulturen der Welt und wir werden ein paar einleitende Worte sprechen. Genau, Körperlesen, das ist der Titel der Veranstaltung, der im Rahmen von Das neue Alphabet im Haus der Kulturen der Welt stattfindet. Das neue Alphabet, das geht von diesem Jahr bis zum Ende des Jahres 2021. Und das neue Alphabet nimmt vor allen Dingen das binäre Alphabet in den Fokus, den digitalen Code und mit ihm die Funktionsweise von Alphabeten. Die beruhen nämlich auf Abstraktion und auf der Diskretheit ihrer Buchstaben, die letztlich die Grundlage für ihre mathematische Bearbeitung legen. Mit dem Blick auf den binären Code stellen sich die Fragen, wie objektiv sind diese Daten, die da gesammelt werden, und welche gesellschaftlichen Machtstrukturen ergeben sich aus dem Sammeln von Daten? Wem gehören diese Daten? Welche Besitzlogiken werden durch sie reproduziert? Und welche Entwicklungen auf der Welt gehen mit der Datenförmigkeit von Wissen einher? Was wird verdrängt? Wer dominiert die neuen Wissensordnungen? Welchen Effekt hat denn das Lesen der Welt als eine Ansammlung von Codes auf die Wahrnehmung von uns Menschen, insbesondere die Wahrnehmung von Körpern? Welche Mechanismen führen dazu, Körperhaltungen einzunehmen, die sich offenbar unendlich reproduzieren in einem gesellschaftlichen Kollektiv? Und welche Erkenntnisse lassen sich aus dem Lesen dieser Körpercodes herausziehen? Soziologinnen, die sich mit dem Körper als soziologisches Phänomen befasst haben, beziehen sich jeweils auf, oder in den meisten Fällen, auf den französischen Philosophen Michel Foucault. Er betrachtete den Körper als Verschränkung von Diskursen, von Praktiken, Architekturen, Programmatiken und Institutionen. Der Körper sei gewissermaßen ein Archiv, in dem sich historisch bedingte und unterschiedliche Körperbilder, Körperkonzepte materialisiert und kodiert haben. Machttechnologien haben sich in Körper eingeschrieben, um seine intimsten Bereiche zu pädagogisieren, zu kontrollieren und zu lenken. Einen kleinen Exkurs in die Geschichte der Körpersoziologien oder der Körperuntersuchungen. Im Mittelalter wurden außergewöhnliche Körper auf Jahrmärkten ausgestellt. Später, sagen wir mal mit dem Beginn der Aufklärung im 18. Jahrhundert und später, wurden aber dann außergewöhnliche Körper wissenschaftlich untersucht. Sie sind vermessen worden, katalogisiert worden, Beweisführungen wurden angetreten und Wahrheiten wurden generiert aus diesen Untersuchungen. Es bildeten sich Normen heraus, Regelwerke, wie Körper morphologisch gestaltet sein sollten. Und die Abweichungen wurden eingehegt und es begann die Konstruktion eines anderen, des pathologischen Körpers, der als wild, unbezähmbar, krank galt. Erst als die Andersartigkeit vermessen und kartografiert wurde, konnte sich die Norm überhaupt herausbilden. Erst die Abweichung und das Festschreiben des Nicht-Normalen hat den Zugang zur Norm ermöglicht. Diese Diskurse der Aufklärung verbanden sich mit Konstruktionen von Gender und Race, Techniken des Untersuchens, Visualisierens und Katalogisierens, konstituierten diese Signifikanten der Unterscheidung. Diese eindeutigen Kategorien erlaubten kein Dazwischen mehr. Die Unverwechselbarkeit von Gender, Race, Alter, Gesundheitszustand galten als Garant für einen gesunden Volkskörper. Alles Nicht-Eindeutige wurde pathologisiert und galt als Verwirrung der Natur. Der Rest ist Geschichte, Rassen, Hygiene und Eugenik im Nationalsozialismus fußten
auf den Betrachtungen, also auf diesen Betrachtungen des Körpers. Bis heute richtet sich der Fokus der Körperwahrnehmung auf die Fehlbarkeiten von Körpern, denn der alternde, von Verfall bedrohte Körper hat keinen Platz in unserer auf Effizienz ausgerichteten und Wachstum verkörpernden Gesellschaft. Der alte, schlappe, kranke oder fette Körper wird durch den optimierten, technischen, erweiterten und für die mediale Repräsentanz veränderten Körper ersetzt. Willkommen im Heute. I see that some people who don't speak German don't have headphones yet. You can go over there to the counter and get these little machines that will miraculously transform her voice into an English voice. Heute feiern wir die Singularität und Lebendigkeit des eigenen Körpers, vor allem im digitalen Raum. Und dort lassen wir uns durch Likes und Shares von den anderen feiern. Technische Hilfsmittel wie digitale Filter, aber auch zahlreiche Methoden wie Implantate, Prothesen, Medikamente oder chirurgische Eingriffe helfen uns dabei, modellierbare Körperfantasien von uns selbst millionenfach im digitalen Raum zu verbreiten. Dann mache ich weiter mit der Frage, was eigentlich passiert im digitalen Raum? Was passiert eigentlich zwischen 0 und 1? Das war eine Frage, die unser Intendant bei der Eröffnung des Langzeitprojekts, das neue Alphabet, gestellt hat. Und die Antwort war, zwischen 0 und 1 passiert das Leben. Oder auch, wie bei diesem Symposium in den zwei Tagen, das Abenteuer, so hoffe ich auf jeden Fall. Unser Programm kann als ein Widerstand gegen binäre Sichtweisen gelesen werden. Körperlesen hat dabei zwei Aspekte. Einmal geht es darum, Körper, die Zeichen eines Körpers zu lesen im Sinne einer Körpersemiotik. Zum anderen geht es darum, das Lesen, Lernen und Verlernen mit dem Körper auszuagieren im Sinne einer Körperepistemologie. Wir haben darum eine Vielzahl Künstlerinnen, WissenschaftlerInnen, Bildungsexpertinnen, Sportlerinnen und Expertinnen des Alltags eingeladen, in Gesprächen, Performance, Workshops und so weiter Alternativen zum verkürzten binären System vorzuschlagen und vorzuführen. Binäre Sichten zu Gender, Behinderung, Hautfarbe, sozialem Status und so weiter werden in den kommenden zwei Tagen in Frage gestellt und stattdessen werden intersektionelle Ansätze vorgestellt. Es gibt zum Beispiel heute Abend um 21 Uhr eine Performance, die Trans Opera, bei der Kategorisierungen von Gender, von Mann und Frau, von Homo und Hetero attackiert werden. Jeremy Waite richtet sich ein zwischen Body Positivity und Necropolitics. Da gibt es eine Performance morgen Abend um 18 Uhr. Es geht auch um den Bereich zwischen analog und digital oder das, was man vielleicht the post-digital reality nennen würde, mit der Yvonne Zindel morgen eine Performance machen wird. Und zu diesem Thema passen auch zwei feste Installationen, die wir jetzt im Raum haben, nämlich in den alten Telefonzellen dort oben auf der Balustrade gibt es zwei Installationen von Studio Monica aus Amsterdam, die sich mit dem menschlichen versus dem Digitalen beschäftigt. Ein großes Highlight ist natürlich auch das Human Rights Tattoo. Einige sind heute schon tätowiert worden. Da geht es letztendlich um die Frage oder um die binäre Sicht zwischen Individuum und Masse. Dazu gibt es auch ein ausführliches Panel morgen um 13.30 Uhr, das den politischen Körper zum Thema hat. Ich möchte darum alle Körper in diesem Raum von Herzen willkommen heißen. Wir wollen an diesen zwei Veranstaltungstagen alles dafür tun, das Haus der Kulturen der Welt zum Haus der Körper dieser Welt zu machen und das alles im Rahmen der Berlin Art Week, die gerade stattfindet. Wir wissen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass alle Körper hier zusammenkommen. Es ist eine politische Frage, wer sich hier willkommen fühlt, wie wir miteinander umgehen an einem Ort, wo Sehen, Hören und kritisch Denken gefördert wird. Darum ist die Frage nach Körper natürlich auch eine Bildungsfrage. Wie eine Institution mit körperlicher Diversität umgeht, ist außerdem ein Zeichen ihrer Haltung, ihres Umgangs mit den eigenen Privilegien
und ihrer Fähigkeit, kollektive Utopien für die Zukunft zu entwickeln. Der Umgang mit Körpern steht für mich in einem direkten Verhältnis zur Relevanz einer Institution. Aber wie kann man das umgehen mit dem Körper, von dem ich gesprochen habe, in eine Bildungs- oder Hospitality-Strategie übersetzen, ohne einer neoliberalen Diversity-Politik anheimzufallen? Wie kann man der Macht des urteilenden, definierenden und diskriminierenden Blickes etwas entgegensetzen? Wir haben einen Vorschlag. Unser Vorschlag heißt Corporal Literacy oder Körperlesekunde, die wir als neue Methodik vorstellen wollen oder erproben wollen. Differenziertes Lesen fremder Körper, ein reflektierter Umgang mit dem eigenen Körper, ein Wissen um die Bezüge des Körpers zur Umwelt sind Teilaspekte davon. An diesem Wochenende dreht es sich um das Abenteuer des Entdeckens weiterer Aspekte. Neben Ihnen und euch und eurem Feedback sind hierfür auch die Analysen und Evaluationen verschiedener BildungsexpertInnen relevant, die die Veranstaltung evaluieren, damit wir im nächsten Jahr erste körperleskundige Bildungsprojekte durchführen können. Corporal Literacy, Körperlesekunde, ist ein Experimentierfeld, in dem wir versuchen, verschiedene Aspekte von Körperlichkeit und den damit verbundenen Politiken zu fassen. Wenn Sie das Wort nicht kennen, dann müssen sich dafür nicht schämen, das Wort gibt es eigentlich nicht oder gab es lange Zeit nicht. Es ist ein Neologismus von Bonaventure Sobejing Dikung, dem Direktor vom Savvy Contemporary hier in Berlin. Und er beschreibt in dem Buch eine Erfahrung, das anlässlich der Documenta 14 erschienen ist, sein Interesse an der Möglichkeit einer Körperlesekunde, die den Körper als Forum, als Bühne, Schauplatz und Medium des Lernens, als Wissen ansammelndes, speicherndes und weitergebendes Gefüge oder Organ kontextualisiert. Daraus ergibt sich, dass der Körper nicht ausschließlich mit dem Gehirn gleichgeschaltet ist, sondern auch unabhängig von ihm erinnerungsfähig ist, dass er erworbenes Wissen performativ, also durch das Prisma von Bewegung, Tanz und Rhythmus, behalten und weitergeben kann. Für diesen inhaltlichen Impuls, der von den KollegInnen aus dem Savvy kam, sind wir unendlich dankbar. Ebenso sind wir dankbar Sepake, Angyama und Claire Butcher, die bei der Documenta 14 mit diesem Konzept erstmals gearbeitet haben. Nicht minder dankbar bin ich auch meinen ehemaligen KollegInnen aus dem niederländischen Van Abbe Museum in Eindhoven, die mit ihrem multisinnlichen Ansatz der Vermittlung zusammen mit den Versuchen des institutionellen Queerings vielleicht das inklusivste Museum in Europa entwickelt haben. Hier danke ich Marlene Hartjes, Luz Janssen, Alice Venier, Julius Thyssen und Ulle Lundin. Unser Programm richtet sich an alle Menschen mit einem Körper. Eine sehr beschränkte Zielgruppe mit menschlichen Körpern, mit digitalen Körpern. Alles ist Thema in diesen zwei Tagen und wir laden Sie ein, in Performances, in Panels, Studios, Workshops, neue Aspekte eigener und fremder Körperlichkeiten kennenzulernen. Jetzt wollen wir noch ein paar kurze Sätze zum heutigen Programm und auch zum morgigen Programm loswerden. Nach unseren einführenden Worten geht es richtig los. Dann gibt es zwei unglaublich spannende Beiträge, die sich zwischen akademischer Analyse und künstlerischer Performance bewegen. Beginnen wird um 16.30 Uhr Olave Nduwanye mit Do Not Read This Body. Es ist eine Art Spoken Word Performance von Olave, die eine Juristin ist, die sich als eine queere, antirassistische, feministische Aktivistin bezeichnet und als schwarze, non-binäre Transfrau. Aus dieser Perspektive heraus wird sie zum Thema Körperlesen sprechen. Danach gibt es ohne Unterbrechung die zweite Darbietung von Jules Sturm zusammen mit Angelo Custodio, die zusammen die Underbelly Resonances vorstellen werden. Jules Sturm ist wahnsinnig wichtig für dieses Programm, weil sie mit ihrem Buch Bodies We Fail eine wunderbare, scharfe Analyse hingelegt hat, in der sie deutlich macht, wie letztendlich unser Blick oder Blicke
monströse Körper kreieren, im Gegensatz zum Modell Disability aus der Körperlichkeit heraus zu Jetzt mache ich lesen. Weiter mit den nächsten interaktiven Formaten, wie gerade schon angekündigt. Wir haben also nicht nur Diskursveranstaltungen, die hier oben stattfinden, sondern wir haben auch diverse interaktive Formate, die eher im unteren Bereich des Hauses, hier unterhalb dieses Sitzklumpens und in den K-Räumen stattfinden werden. So wird es um 17 Uhr einen geschlossenen Workshop geben mit dem Titel Gemeinsam verletzlich werden. Der ist von der feministischen Gesundheitsrecherchegruppe unter der Leitung von Yvonne Zindel ausgeführt. Dort hat man sich anmelden müssen. Der ist bereits ausgebucht und wird also hinter verschlossener Tür 3 Stunden lang ausgeführt. Parallel ab 17 Uhr, Treffpunkt wird am Counter sein, wird ein Bewegungsformat beginnen, durchgeführt von der Künstlerin Sabine Zahn, der heißt Immaterial Making of Space. Das wird eine sehr bewegte Wanderung durch die Architektur des Hauses sein und auch außerhalb des Hauses auf dem Dach und darüber hinaus stattfinden. Dann geht es weiter um 18 Uhr. Um 18 Uhr haben wir das erste Gesprächspanel, und zwar genau hier. Hier werden diese ganzen Gespräche stattfinden. Wir haben den Titel gewählt, Körper zwischen Showing und Shaming. Es geht also um die Macht der Medien über unser Körpergefühl, um Fragen nach Body Positivity und so weiter. Es sind dabei Magda Albrecht, Nemiel Hassan, Mariam Hashimi Yekani, Christina Wasilewskaja, und die Moderation wird durchgeführt durch Imke Schminke. Parallel wird es im unteren Bereich die Möglichkeit geben, bei der Künstlerin Nadja Buddendorf und Toni Mosebach sowohl ein Nagelstudio zu besuchen. Dort werden magnetische Implantate oder Explantate auf die Nägel aufgebracht, um dort um somit eine andere Sensorik mit den Händen zu erreichen und auch eine Körpererweiterung zu ermöglichen, indem man sich Dinge anheftet. Es werden Workshops stattfinden, die dazu dienen, den verspannten Rücken mit heiß gelaufenen Smartphones ein bisschen Entspannung zu bereiten. Das ist das Hot Phone Workshop Studio, und es gibt auch das Unfit Make-up Tutorial, bei dem man sich so schminken lassen kann oder lernt, sich so zu schminken, wie man sich fühlt. Ja, und dann um 19.30 Uhr gibt es eine ganz besondere Performance von Lucy Strecker und Klaus Spies mit anschließender Diskussion mit Regine Rapp. Da wird in dieser performativen Installation, die hier in dem hinteren Bereich schon angedeutet ist, nachgewiesen werden, wie Sprache Materialität erschafft, indem Speichel untersucht wird und nachgewiesen wird, dass je nachdem, was Probanden gesprochen haben vor der Speichelentnahme, sich dieser Speichel entsprechend verändert. Ja, dann ist der Abend gekommen, und dann kommt um 21 Uhr die Trans Opera, eine Performance von Mavi Veloso featuring Dino Dada, Sunny Est und Tina Escarlatina. In dieser Performance setzen die Performerinnen ihren Körper, oder wie sie sagten, ihren kolonisierten braunen Körper ins Verhältnis zu weißer Kulturarchitektur. Das wird wahnsinnig spannend und sehr akustisch. Und danach lassen wir den Abend gemeinsam ausklingen. Ab 22 Uhr in der Hirschfeldbar hier unten gibt es ein DJ-Set von DJ Educated Body. Und wir hoffen, dass wir dann am Abend mit Ihnen allen ins Gespräch kommen werden. Ich kann noch kurz ein paar Highlights von morgen nennen. Ich habe schon gesagt, das Tätowieren geht morgen richtig los. Wir haben ungefähr 60 bis 70 Tattoos zu stechen. Genau. Es gibt
eine Performance von Jeremy Wade um 18 Uhr, von der ich schon gesprochen habe, neu dazu kam ein kleines Intermezzo mit Jeremy um 12.30 Uhr bereits. Wir enden den Tag mit einer Modenschau, die in Kooperation mit der UDK, mit dem Fachbereich für experimentelles Textildesign, entstanden ist. Ja, wichtig auch noch ein paar technische Angaben. Zum einen, wir wünschen uns natürlich, dass wir alle eine gute Zeit miteinander verbringen, hoffen sehr, dass wir so barrierefrei wie möglich sind, hoffen, dass untereinander geholfen wird, falls jemand Hilfe benötigt. Wir haben dafür gesorgt, dass die meisten Formate hier in Gebärdensprache übersetzt werden. Wir haben auch eine Kinderbetreuung im Angebot, also sagen Sie es gerne weiter, auch Freunden, die morgen gerne kommen möchten, dass wir den ganzen Tag über unten im K3 Kinder ab 3 Jahren dort Spielmöglichkeiten anbieten. Und was haben wir noch, dass wir... Der Lift da hinten genau, ist. Genau, da ist der Lift. Und wir haben versehentlich gleich auf den Screens, wenn Sie dort die Angaben sehen, auf welchem Kanal Englisch und Deutsch ist, da müssen Sie möglicherweise ein bisschen suchen. Das kann manchmal nicht stimmen, aber dann switchen Sie einfach zwischen 0 und 1, wie immer. 0, 1 und 2. Auf der 0 sollte tatsächlich die Originalversion zu hören sein, auf der 1 die deutsche Fassung und auf der 2 die englische. Ja, aber das kann sein, dass das sich unterscheidet. Alles gut? Die Technik sagt, es ist alles gut. Okay, dann war perfekt. Die letzte Information überflüssig. Gut, dann geht's weiter. Dann weiter im Text. Wir wissen, dass wir hier in einem denkmalgeschützten Gebäude sind. Das heißt, die Barrierefreiheit hat durchaus ihre Grenzen. Wenn Sie irgendwelchen Problemen, Barrieren entgegenkommen, lassen Sie es irgendjemandem vom Team wissen, sodass wir danach damit arbeiten können und die Barriere aus dem Weg räumen können. Kommen wir zu den Danksagungen, das bevor es wirklich losgeht. Wir danken dem Team der kulturellen Bildung der GFZK Leipzig für den konzeptionellen Austausch im Vorfeld der Veranstaltung. Wir danken dem gesamten Team der Kommunikation hier im Hause, die die Veranstaltung zusammen mit der Berlin Art Week in die Außenwelt getragen hat. Wir danken Astrid Gese, Barbara Chisholm, Catherine Johnson, Markus Grauer, Silvia Schreiber, unseren simultanen DolmetscherInnen. Außerdem Angelina Sequeira Gerardo, Corinna Brenner, Eva Nowakowski, Oya Ataman, Paula Mahnke, Ulrike Steinseifer für die Übersetzung in deutsche Gebärdensprache. Herzlichen Dank dafür. Ja, ich würde gerne, oder machst du erst? Haben wir noch mehr Dank? Ja, ich mag gleich das Team noch. Okay, wir sind noch dankbarer. Wir sind auch der UDK Berlin, dem Fachbereich Textilgestaltung, für das Konzept und die Durchführung der Modenschau Bootcamp Humans Only sehr dankbar. Wir danken der Medizinischen Universität Wien, Universität für angewandte Kunst Wien, österreichischer Forschungsförderungsfonds für die Unterstützung der Performance Microbial Keywording. Wir danken dem Bildungslab für die wissenschaftliche Begleitung der Veranstaltung. Wir danken auch unserer Medienpartnerin Missy Magazine und natürlich dem Team der Berlin Art Week. Und ich möchte auch Eva Stein noch ganz herzlich Danke sagen. Und ich, Daniel Neugebauer. Ich mache jetzt mal mit dem Team weiter. Ich danke vor allen Dingen dem Team, das hier das alles möglich gemacht hat. Leida Hadl, die das Guestmanagement wunderbar gemacht hat. Christina Harles, die Resource Area vorne im Eingang, kann ich sehr empfehlen, bestückt hat. Und Nadja Herrmann für die Produktionsleitung, Irene Packebusch für das Stage Management, Mohamed Sarhangi für die Assistenz der Produktionsleitung, Hamid Erari, unserem Volontär, Marin Lucina, der Praktikantin und dem Team Kubi, insbesondere Anna Bartels, die auch hier mit uns heute unterstützt, für das laufende Feedback. Dann das Team des Ausstellungsaufbaus, Gernot Ernst, Oliver Büchi, Martin Germann, Achim Haigis, Matthias Kujawa, Matthias Henkel, Stefan Seitz, Andrew Schmidt, Eix Decker und Paul Eisemann, der Ton- und Videotechnik Matthias Hartenberger, Anastasios
ich wusste, ich stolper hier, Tassos, Eichsdecker und Thomas Meyer und der Veranstaltungstechnik Adrian Pillig, Benjamin Brandt, Bastian Heide, Friedrich Lankau, Carsten Palme, Nicolas Tanton, Jason Dorn, Leonardo Rende, Lukas Kämmerer, Dominik Grischuk und Benjamin Pohl. Ich hoffe, ich habe niemanden hier ausgelassen und danke denen, die ich möglicherweise vergessen habe. Genau. Damit würde ich vermuten, sind Sie eingeführt ins Thema und wissen, worum es sich hier handelt. Ich wünsche sehr viel Vergnügen bei den ersten beiden Inputs zum Thema Reading Bodies von Olavin Duvanje und danach von Jules Sturm und Angelo Custodio. Vielen Dank und eine schöne Zeit.